Was geht's denn, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crash for the Vegetarian. Zurück bei Let's Play Wise 8 Lacrimosa of Dana. Es wird nun Zeit, dass wir mal weiter mit unserer Erkundung machen. Denn wir haben nämlich im letzten Part wieder einen weiteren Überlebenden gefunden, der sich nämlich um das Pflanzen von Gemüse kümmert. So, und ich glaube, hier gab es ja wieder diese Box irgendwo. Hier kann man vorher wieder ein bisschen angeln, aber ich glaube, ich lasse jetzt mal das Angeln mal für eine Weile sein. Okay. Dabei wurde keine weitere Box angespült, wie es scheint. Weil ich habe noch nicht das Gebiet, wo wir die, wo wir den nächsten Jungen, also den nächsten Überlebenden gerettet haben. Habe ich ja noch nicht vor die komplett fertig erkundet. Wurden wir einfach gezwungenermaßen wieder zurück ins Dorf geschickt. So. Da oben müsste er dann irgendwo sein. Ah. Ist ja es ist ja aber auch ein echter Irrgarten hier. Das ist echt strange. Dass es hier so ein Irrgarten sein muss. Glaube ich, muss ich hier rauf. Irgendwo. Auf jeden Fall befindet sich hier irgendwo Oh! Sabat war das, Sabat. Sahat, Sahat, ja. Ich glaube, die Namen sind... Okay. Was ich sagen wollte, wenn man wirklich nur jedes Wochenende ein paar Parts spielt, also ein paar Parts aufnimmt, dann ja, es ist auch, wird es ein, also wird es ein umso schwerer, sich die ganzen Namen zu merken. Alter, das ist ein Fisch für New Arrows. I'm trying to catch some now. Und bist du erfolgreich? If I can take that ship out, I might be able to get a good haul. With a net. Catching a fish using a hook is best since it won't ruin the fish. Everyone deserves a good fish. Hm. So ist es wohl. Naja. Dann lasse ich ihn mal weiter angeln. Ich wollte eigentlich doch den Jungen zeigen. Der ist auch ein bisschen abgehoben wie Sir Carlon. Aber auch nur ein bisschen. So, irgendwo war... Ah ja, hier ist die Farmerstelle. Und er hat nebenbei auch noch ein niedliches kleines Haustier. Oh, fühlt sich an, wie das Ding putzig ist. Außerdem hat sich herausgestellt, dass der Piratenschatz, den wir Diener bringen mussten, ein Buch war. Haben wir das bekommen? Wo ist es denn? Na, wo ist denn das Buch? Haben wir keins? Haben wir es jetzt nicht mehr, oder was? Hm. Oder hat sie das jetzt bekommen? Ah, hier ist es! Sweet Formula. The formula for brewing a sweet remedy. Oh! Man kann sich das jetzt also brauen. Das müssen wir ihnen übergeben. Also, I found a formula. You can leave this rest to me. Ja! Schauen wir mal, was wir dafür benötigen. So. Oh. Da können wir höchstens eins dabei herstellen. Nur für 100 EP. Das lohnt sich ja auch kaum jetzt aktuell. Auf den aktuellen Stand lohnt sich das jetzt wirklich nicht. Selbst wenn wir jetzt 100 Stück davon herstellen können. Ja, das glaube ich reicht noch nicht mehr für ein komplettes... Oder gerade mal ein Dreiviertel-Level ab, also... Ja, lass mal das kommen. Da bin ich aber auch irgendwie enttäuscht, dass man das schon alleine anbietet dazu. Zum Brauen, aber okay, ist vielleicht für diejenigen, die kurz vor dem Level abstehen und dann endlich mal eins erreichen wollen. Vielleicht. Aber okay. Jetzt erstmals, wird es Zeit, dass wir
wieder unserem Storyweg folgen. Genau. Hier wollten wir hin. Hier sind wir zuletzt stehen geblieben. So, von dem Gebiet können wir ja die Feinde jetzt mal getrost ignorieren. Und uns lieber hier weiter drüben umgucken. Da müssen wir natürlich die Feinde jetzt wieder von vorne bezwingen, vor allem diese Riesenkrebse. Boah, was soll's, ne? What the? Hätte mich da ein Viechbeiner erwischt. Obwohl ich mit Vollspeed an ihm vorbei bin. Auch die ganzen... Alter! Die ganzen Sammelstellen haben sich wieder aktualisiert. Diese fliegenden Gegner sind aber auch sehr schwer zu erwischen. Aber auch lässt und auch extrem lässig dementsprechend. Ja, jetzt ist Schloss. Oh, blick mal, da liegt auch was drin. Oh. Das hole ich mir auf jeden Fall. So, kein Fan in der Nähe. Lachse, es wird Zeit, dass du mal deine Angelkünste hier zeigst. Denn hier gibt's was Feines. Worauf sich der Pelikan gerade entspannt. So. Na komm schon. So, treffe ich? Ah, daneben. Hier. Alter, das sieht so aus, als könnte ich darauf... würde ich direkt darauf zielen. Ah, diese 3D-Ansichten. Ey, wo ziehst du denn hin, Laxia? Mädel, komm schon. Du kannst doch besser ziehen als das. Hörst du dich einfach mal näher dran. Dann müsste das passen. Ah! So, komm. So. Dann zimmer da mal was Feines an Land. Du schaffst es! Au, ruck! Eine feine Tour! Hm. Noch ein Prisma-Juwel. Das wird dafür irgendwas Bestimmtes benötigt. Aber gut, jetzt haben wir eins bekommen. Sollte ich da mal angeln wieder? Und nicht, dass ich wieder einen Level 40 Gegner angle. So. Oh, da scheint was Schweres zu sein. Ah, ich hoffe, das Netz reißt nicht. Alter Schwede, das scheint was riesig Großes zu sein. Wow! Ein Schwertfisch! Alter! Die sind doch so selten. Also, selten nicht, aber die sind sehr, sehr schwer zu fangen. Selbst im echten Leben. Gut gemacht! Deine Angelkünste haben sich echt verbessert, mein liebes Mädel. Sahad ist bestimmt sehr, sehr stolz auf dich. Hast eines der besten Fische überhaupt gefangen. Schluss mit dir. Okay. Aber dieses Mal mit einem Spezialangriff. Jetzt werde ich gleich ordentlich eine aufs Maul geben. Ja, der wird auch schon gebrochen. Reicht aber leider nicht, um ihn zu besiegen. Okay, aber jetzt und tschüss. Oh, so oft dasselbe Item. Es ist auch schade, dass das Vieh nur A-Rang hat, weil ich habe mir schon einen höheren Rang bei sowas vorgestellt. Mindestens S-Rang auf jeden Fall. Ich komme schon. Ein Schwertfisch. Und blaue Marine ist es sogar. Oder Blau Marine. Blue Marine. Ah, shit. So, gebrochen. Komm schon, mach das Vieh fertig, bevor es uns fertig macht.
Sehr schön. Hol dich lieber besten. Ja, ja, du kümmerst dich um das Vieh. Greif's an. Wie sie da einfach automatisch angreift. Ich finde das genial. So. Was er hat, dauert das ein bisschen länger, weil der hat ja immer noch die allermeisten KP, der Gute. Aber es wird doch, glaube ich, immer schneller, ne? Oder bleibt das jetzt bei dem Tempo hier? Hm. So, Achtung, fertig. Los! Ah! Ein bisschen wieder zu früh. Hm. Das klingt auch gut. Digital Sleeve? Hat man ein digitales Blatt oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ja, was auch immer. Die Truhe hier hat jedenfalls mein Interesse geweckt. Die steht ja wie auf dem Präsentierteller. Needle Wristband. Ein Nadel Armband? Habe ich das jetzt verstanden? Richtig verstanden? Interessant. Ja, da sind wieder einige Sachen. Muss ich mir auf jeden Fall jetzt holen. Vielleicht angle ich nochmal dazwischen ein bisschen. Aber diesmal überlasse ich das Messer hart. Mal doch mal sehen, was er wieder Feines rausholen kann. So, wollen wir nochmal sehen. Hoffentlich kein Level 40 Gegner. Einfach einen Fisch, bitte. Oder eine Truhe. Oh, das ist wieder was Großes. Jetzt haben wir, das ist wieder ein blauer Marine ist. Da hat er aber weniger Probleme, dieses Vieh zu fangen. Ist auch klar, der hat mehr Anglerfahrung. Aber trotzdem. Man kann ja aber auch auf Lachs sehr stolz sein, wie sie dieses Vieh erwischt hat. Aber man sollte anscheinend auch wieder wirklich mit Zahat fischen, weil der am schnellsten die Fische fängt. Habe ich euch nicht schon mal besiegt? Seid ihr wieder gerespawnt? Es ja, nach einer bestimmten Zeit spawnen ja die Gegner wieder. Leider. Ja, die Truhe habe ich bereits. Also euch lasse ich mal leben jetzt, ausnahmsweise. Hier könnte ich auch noch nach oben. Aber es ist eine Zeit. Hm. Achso, ja, da brauchen wir noch mehr Leute, um da unten das aus dem Weg zu räumen, ne? So. Aber jetzt weiß ich auch, wofür diese wundervolle Blume benötigt wird. Komm her, du. Mach, dass du wegkommst. Remix. Dann bekommen wir laufend seltene Gegenstände von den Gegnern. Das taugt mir. Das gefällt mir. Okay, ich glaube, wir sind hier so gut wie fertig, ne? Warte mal, hier wird so viel Zeugs angezeigt und trotzdem sehe ich aber nichts davon. Ach so! Die Eierpflanzen! Oh Mann, die haben sich so mit der Umgebung getarnt, dass ich sie gar nicht wirklich wahrgenommen habe. Ich habe schon vergessen, die haben wir auch eben erst im letzten Part gesehen. Lol. Und ich vergesse sie, ich dappe es. So, hier ist Endstation. Aber es gibt dann auch einiges zu entdecken. Ja. Oh, Latika Resin. Sehr schön. Oh, hier geht's auch noch. Ah ja, da kamen wir her. Na gut, dann gehen wir jetzt mal da nach oben. Falls da overpowered Gegner sind, dann wissen wir, dass hier Schluss ist an der Stelle. Für uns aktuell. Dass wir da erst später wieder her dürfen. Wartet mal kurz.
So, mir ist noch was vom Tisch gefallen. Alles in Ordnung. Alles geregelt. Das ist aber auch schon ein bisschen neblig hier. Oh oh. Oh oh. Vectra. Mit deinem Vectra. Mach Platz da mit deinem Mazda. Weg hier. Okay. Auch hier haben wir nichts verloren. Eieiei. Na schön. Dann sollten wir lieber... Was? Das hat sich wieder zurückgesetzt? Das ging auch schnell. Naja, stimmt, es kommen immer Kokosnüsse, die können immer öfters runterfallen. Also, ich glaube, das ergibt Sinn. Ja, okay, aber der Blume, ich weiß nicht. So. Na schön. Ich glaube, wir sollten uns wieder zurück zur Basis begeben, weil ich denke, wir haben uns jetzt hier genug umgeguckt. Wir sollten uns dann unserem Story-Ziel endlich mal widmen, und zwar hier. Den Schlammdschungel. Dort waren wir jetzt letztes Mal stehen geblieben. Aber vorher wollen wir mal Doggys Quest erledigen. Warum ist das hier markiert? Wenn wir uns da gerade befinden? Moment, das ist doch die... Ach. Nein, nein, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. So. Na, wie dem auch sei. Okay. Reden wir mit ihm. Nachtmysterium. So far as your favorite, but can you go to the towering coral forest at night and identify the nocturnal beast? I'm counting on you. Use the tent at the nameless composite to conduct a night exploration of the towering coral forest. The tent at the nameless coast. Die namenlose Küste. Okay. Begeben wir uns dorthin. Nameless Coast, da sind wir. Da müssen wir hin. Und da ist das. Da ist die Nacht. Das Nachtmysterium. Ja, weil wir müssen da zwar jetzt hin, aber. Komm. Nebenquests erfüllen sind jetzt aktuell ein bisschen wichtiger und helfen uns, besser zu werden. So, oh, hier gibt es noch ein paar Früchte. Okay, wollen wir mal das Zelt nutzen. Ach, wir können uns sogar noch was kochen. Ich meine, guck sie das eine an. Herzhaftes Ratatouille. Eieromelette. Fischsuppe. Das alles ist ja schon... Für die Tatsache, dass sie gestrandet sind, ein wirklich sehr herzhaftes Essen. Und dieser Sir Carlan ist immer noch nicht zufrieden, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Wie hochnäsig dieser Typ ist. Ah, hier. Contact Night Exploration. So. You can begin a night exploration from the campsite closest to your entrance. You can end night exploration by leaving the area or return to camp. The fast travel feature is not available during a night exploration. Oh, wir können also in der Nacht nicht zurück. Sleeping beasts may awaken if you get too close to them. Avoid performing any sudden movements. Certain things can only be seen at night, and you'll be also find unique harvest points and fishing spots. Oh, ja. Das klingt interessant. Jetzt hat sich auch die Gegend hier wieder zurückgesetzt. Also die Karte. Noch nicht. Ach so, wir fangen gerade erst mit der Nachterkundung an. Also ich habe die Karte da wieder zurückgesetzt. Also nein, wir sind... Ich dachte, wir würden jetzt im Gebiet anfangen. Dabei ist das eh hier... Nochmal das Camp.
So komisch, ey. Na, wie dem auch sei. Also, Schnellreisemöglichkeit gibt es keine. Na denn, wollen wir mal mit der nächtlichen Erkundung anfangen. Remember, everyone. Disturbing a sleeping beast is very dangerous and may react with violent aggression. Let's proceed with caution. Now then, let's keep our eyes peeled off for any nocturnal beast. So sieht's danach aus. Alter Schwede. Die sind jetzt schon vorne ran schon aggressiv. Flix uns zugenäht. Schmeißen uns schon von der Ferne mit irgendwelchen ekelhaften Samen. Oh, aber das Schwert ist gut gegen die. Ekelhafte Pflanzen. Jetzt mal Schluss hier. Weg mit euch. Da sind wir noch nicht so nahe dran und die beschmeißen uns schon, diese verflixten Dreckstierchen. So. Da war doch noch irgendwo was, ne? Ja. Da ist noch so ein Vieh. Aber vorher... Oh, Ripe Crowberry, nice. Da macht sich auch wirklich jetzt dieses Amulett, dieses Leuchtamulett bezahlt. Der Einsatz davon. So, was ist hier los? Anyone see that? See what? I could have sworn just saw something moving in the shadows. Oh, wir nähern uns langsam den nächtlichen Ungetüm. Interessante Soundtrack-Auswahl nebenbei. So richtig krasse Elektromusik. Erinnert mich fast schon an Sonic Forces. Ich habe den Shooter-Button, wieder gedrückt. So, da kann ich leider nicht runter. Na schön. Dann gehen wir mal weiter. Och nö. Ah, da hätte ich mir was erstellen sollen. Jetzt habe ich leider nichts davon. Und hier. Komme ich da nicht durch, ne? Achso, doch. Das ist also nicht das Problem. Oh nein. Ich sehe da etwas, was mir nicht gefallen mag. Wie viel von euch gibt es eigentlich noch? Oh nein, es kommt. Wie stark ist es denn? Es ist besiegbar, Level 22. Aber kommt es? Ist auf jeden Fall aggressiv hier. Na warte. Laxia? Zeit wird dann... Was? Na komm schon. Na also. Full Power. Was für ein Schwerthagel, ey. Das hat Style, Mädel. Aber das reicht nicht, um die Viecher zu erledigen. Ich glaub's nicht. Alter. Boah, wie viele Viecher sind ja eigentlich? Haben es hier geschafft. Haben wir das überstanden und haben die schlimmsten Viecher bezwungen. Oh shit. Ich wollte jetzt nicht noch eine weitere Wespe hier rauslocken. Boah. Wo denn? Die Viecher müssen doch schon weg sein, ne? Und hier wird man nicht geheilt, ja, ist klar. Na schön. Heilpotion! Okay, du bist für diese Viecher am besten geeignet. So. Puh. Oh ne, noch so eine Riesenkrabbe. Oh, das Skill hat sich erhöht.
Also verbessert. Nice. Ja, wenn er oft genug eingesetzt wird. Ja, komm schon. Alter! Es geht nicht mal down. Meine Fresse. Ach komm schon, keine Eisenstücke schon wieder. Oh nein, das ist auch noch vergiftet. Das gibt's ja wohl nicht. Lass das sein, ne? Ich brauche bald wieder Medizin, ey. Was ist denn da los? Gibt's doch keine andere Möglichkeit, da hochzukommen, ne? Ach, Mann. Ups. Nee, es wird nichts. Na komm! Ah, ich hab's! War wahrscheinlich nicht... Oh, das brauche ich eh. Bullfrog und Muckus. War wahrscheinlich nicht so gedacht, aber ist wurscht. Ich hab das System ein bisschen ausgetrickst. Haha. So. Oh oh. Noch wer von diesen Krabben. Nein, nein. Komm her. Ah, verdammt, ich wollte eigentlich blocken. Shit, nein, jetzt ist er wieder vergiftet. Das gibt's aber nicht. Oh, Mann. Ich habe nicht mehr so viel Heilsachen, also... Jetzt muss ich mal aufpassen hier. Jawohl. Also hier ist auf jeden Fall Ausweichen bei dem Viech angesagt. Ja. Yeah. So geht das. Haha. Und Level up. Nice. So. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Ob wir eh nichts übersehen haben. Dann können wir weitergehen. Ich glaube, das wär's, ne? Soweit. Ja, bislang kann ich jetzt nichts weiteres entdecken, weil diese Truhe reicht mir von einem anderen Gebiet aus. Na schön, den nächsten Part geht's dann... da. An dieser Stelle weiter. Und wie immer, wenn es dir gefallen wurde, Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Sind Sie beim nächsten Mal. Ich hoffe, es ist dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt mal rein. Euer Crush wurde vegetarian. Bis zum nächsten Part von Let's Play, wo es 8 Lacrimosa auf Dana. Also Wiedersehen und Tschüss, oder? Ja.